Welche Saurier spawnen nun in welcher lokalen Zelle und welche Saurier spawnen an bestimmten Orten nach dem Update 1.3? Damit soll es heute weitergehen mit einer weiteren Folge von Jurassic World Live. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, ihr habt das Thema in der Vergangenheit schon mal besprochen und ich möchte daran anknüpfen. Und zwar seht ihr erstmal im Hintergrund Gameplay von heute. Ich habe noch ein Strike-Event gemacht und fand das richtig cool. Dann kommt im Anschluss, denke ich, noch ein Kampf. Kommen wir heute zu den lokalen Spawns und ich blende euch da was ein. Das sind erstmal die lokalen Spawns 1 und 2. Sorry, dass das Ganze in Englisch ist. Ist von MetaHub übernommen. Ich denke, ich kann euch das Ganze ganz gut erklären. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Also, wie gesagt, die Spielkarte oder die Map von Jurassic World Alive ist in 4 lokale Zellen unterteilt, wo natürlich auch diese globalen und Parkspawns sowieso drin auftauchen können. Aber ihr befindet euch an dem Ort, wo ihr gerade seid, in einer lokalen Zelle. Diese kann die Nummer 1, 2, 3 oder 4 sein und dort tauchen eben spezifische Saurier auf. Und das möchte ich jetzt mit euch anschauen. Und zwar ist das Ganze unterteilt. In der linken Spalte seht ihr natürlich die Zelle, welches ist. Daneben seht ihr Day, Dawn und Dusk, also welche Saurier tagsüber und in der Dämmerung auftauchen. Anytime, das sind die Saurier, die tags, nachts und in beiden Dämmerungsphasen auftauchen können. Und Night, Dawn und Dusk, das sind die Saurier, die nachts und in der Dämmerung morgens und abends auftauchen können. Beginnen wir nun mit der lokalen Zelle 1. Da sehen wir erstmal für tagsüber und in der Dämmerung natürlich den Euploceratus, den Dilophosaurus, glaube ich, und rechts daneben, das müsste der Kentrosaurus sein. Der Kentrosaurus natürlich. Wenn ich jetzt irgendwas falsch hier sage, dann sorry dafür, das sind einfach mittlerweile so viele Sauriernamen. Natürlich kennt man die meisten so auswendig, aber ja, da gibt es eben doch nochmal ein, zwei Unstimmigkeiten. So, dann kommen wir zu den Spawns in der lokalen Zelle 1, die jederzeit auftauchen können. Da haben wir ganz rechts oben den Megalosaurus, wenn das der richtige Name ist. Dann haben wir links da Majungasaurus. Zumindest ist das der Hybrid, der Edmontosaurus noch. Wir haben den Postimetrodon da als epischen Saurier und haben natürlich auch noch weitere epische Saurier da, die dort auftauchen können. Also ich kann schon mal sicher sagen, dass ich nicht in dieser Zelle auftauche, weil zum Beispiel der Sinoceratops ist bei mir noch nicht wild gespawnt. Vielleicht ändern sie das irgendwann nochmal. Dann haben wir natürlich auch den Concavenator da, welcher auch bei mir leider noch nicht aufgetaucht ist. Und wir haben noch während der Nacht- bzw. Dämmerung und ja, Abend- und Morgendämmerungsphase noch den seltenen Saurier und das ist einer von den Raptoren und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, der Charlie sein. Diese können eben in dieser lokalen Zelle 1 auftauchen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Saurier davon braucht, zum Beispiel den Sinoceratops und ihr wisst genau, ach, da ist eine Zelle, da taucht zum Beispiel immer der Euploceratus aus, dann ist das noch kein Ausschlusskriterium, dass ihr euch wirklich in der Zelle befindet, aber schon sehr wahrscheinlich. Und wenn ihr wisst, da ist auch schon mal ein Postimetrodon oder ein Edmontosaurus aufgetaucht, dann solltet ihr vielleicht da die Augen offen halten, dass ihr da den Sinoceratops fangen könnt. Schauen wir weiter in die nächste lokale Zelle, das ist die lokale Zelle 2. Und da haben wir ganz links bei Tag und in der Dämmerung als erstes den Dilophosaurus Gen 2. Daneben haben wir einen seltenen Saurier. Müsste der. Das ist jetzt aber der Enontosaurus, genau. Und natürlich der Pyroraptor. Und das finde ich eigentlich richtig nice zu wissen. Pyroraptor auch dort in der Dämmerung und tagsüber auf. Und ich weiß zum Beispiel bei mir in der Nähe, wo so eine Zelle ist, weil ich auch den Pyroraptor letztens da mal gesehen habe. Es war leider zu weit weg, dass ich ihn hätte fangen können. Dann haben wir da jederzeit noch die Spawns, ja, den Deinocheirus zum Beispiel, den Dimetrodon, den Einiasuchus und noch zum Beispiel auch
den Uranusaurus, unten der erste epische. Dann rechts neben dem epischen Uranusaurus natürlich noch den das ist so der behindertste Name, sorry dafür, Segodontosaurus, welchen ich noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt, wenn ich demnächst meine Zähne sehe, wo der Uranus zum Beispiel ist, dann werde ich da mal auf die, ja, mich mal danach ausschauen, ob da auch der Segodontosaurus auftaucht. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht, kommt aber bald im Event. Ja, so viel zu der Zelle jederzeit. Da kann natürlich auch wieder noch ein Raptor nachts und in der Dämmerung auftauchen. Ist eben auch ein seltener Saurier und bei ihm handelt es sich natürlich um Echo. So viel zu der lokalen Zelle 2. Kommen wir zur lokalen Zelle 3 und 4. Die seht ihr hier, blende ich euch ein. Lokale Zelle 3, da haben wir natürlich den Triceratops Gen 2 und wir haben die Erlikosaurus. Sind das die beiden Erlikosaurier? Erlikosaurus, genau. Welche da tagsüber und in der Dämmerung auftauchen können. Erlikosaurus, der seltene Gen 1er, der ist auf jeden Fall nice to have. Wenn ich so eine Zelle finden würde, wäre der auf jeden Fall einer von denen, die ich da vermehrt fangen würde. Dann haben wir zu jeder Zeit können da der Gorgosaurus, ist das der Gorgosaurus? Monolophosaurus auftauchen. Der Monolophosaurus ist der in der unteren Reihe der epischen, der linke epische. Iguanodon müsste daneben der sein und natürlich noch Spinotaraptor, die dort auftauchen können und Spinosaurus natürlich von der Gen 2 auch. Finde ich erstmal eine interessante Zelle und wenn ich gerade so drüber nachdenke, wir haben ja auch oben links als gewöhnlichen Saurier den Diplocaulus und der taucht zum Beispiel bei mir daheim auf. Jetzt ist die Frage, haben die bei mir die Zelle geändert, dass jetzt in dem Dorf, wo ich wohne, nicht mehr nur eine Zelle ist? Weil ich kann ganz sicher sagen, den Diplocaulus habe ich bei mir, der spawnt da eigentlich relativ oft. Habe aber noch keinen von den dreien epischen gesehen jetzt nach dem Update. Muss aber auch wiederum sagen, von der Zelle 4, die epischen, habe ich alle drei bei mir schon fangen können, aber nicht genau daheim. Kommen wir zurück zur Zelle L3, lokales Bronze 3. Da habt ihr natürlich als Nachtsaurier und Dämmerungssaurier noch den Carnotaurus mit den Hörnern. Rechts der seltene Saurier, welcher auch ganz nice ist, wenn man ihn, denke ich, hat. Zelle L4, da haben wir den Suchomimus und auch den Giraffatitan. Das ist genau das, was ich den Giraffatitan, habt ihr auch schon öfters bei mir auf der Karte neben gesehen. Deswegen würde ich fast wetten, dass der Großteil meines Dorfs die Zelle 4 ist und hier daheim speziell wahrscheinlich die Zelle 3 anzutreffen ist. Jederzeit können dann auch verschiedene Saurier wie Allosaurus, Dracorix auftauchen. Und natürlich auch der Rajasaurus, Gorgosuchus. Und Golasuchus, alles drei epische Saurier und natürlich müsste das noch Delta sein von den Raptoren. Also, so viel zu den Zellen. Das Ganze findet ihr natürlich auch wieder auf MetaHub. Kann gerne den Link unten in die Videobeschreibung tun. Und so viel soll es dazu erstmal sein. Gibt natürlich noch die Spawns für Gebäude. Da möchte ich jetzt nicht noch unbedingt darauf eingehen, das wäre jetzt zu viel, weil da sind dann solche Sachen wie Friseur, Schule, Krankenhaus, Freizeitpark und so weiter dabei, wo verschiedene Saurier auftauchen können und das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Möchte ich noch ganz kurz zum Schluss darauf eingehen, auf den täglichen Saurier. Ab 16 Uhr könnt ihr Giraffatitan, oder seit 16 Uhr, je nachdem, wann ihr das Video seht, könnt ihr für einen Tag den Giraffatitan fangen. Habt da 5 Versuche, weil es ein seltener Saurier ist. Ich habe den momentan auf Level 6, also gerade zu entwickeln können. Der hat die folgenden Attacken und Werte. Gesundheit hat er 2171, Schaden macht er 377, Panzerung hat er 10%, Chance auf kritische Treffer auch 10% und ist mit 107 nicht so schnell. Hat 3 verschiedene Attacken, übermächtiger Angriff, der neue Angriff als Konter für schnelle Saurier schlechthin. Selbstreinigung, das heißt, der tut die schlechten Sachen entfernen. Ursache einfachen Schaden, eine Runde lang 33% Geschwindigkeitsreduktion des Gegners.
Gebrüll, Initiative erhält eine Runde lang 50% Schutz und zwei Runden lang minus 50% Geschwindigkeit des Ziels. Also der kann den Gegner schon echt langsam machen und kann sich dabei noch ein bisschen schützen und hat noch eine gute Attacke mit Ansturm, zweifach Schaden. Hat aber eine relativ geringe Grundschaden, weswegen er nicht so stark ist. Hat aber dafür auch mehr Leben und ist sicherlich ein Tank-Saurier, welcher den Gegner auch zermürben kann. So, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry nochmal, wenn ich irgendwelche Sauriernamen nicht direkt wusste, aber das ist einfach die Menge. Und wenn ich jetzt hier, sage ich mal, nur die Bilder vorliegen habe, ist das ein bisschen schwierig, so spontan zu sagen. Dann wird es eventuell heute Abend schon einen Livestream geben zu Jurassic World Alive. Der Adapter ist da. Ich freue mich darauf. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.